Und damit willkommen zu einer weiteren Folge ins Fenster klicken. Pokémon Platin, das ist mit mir, dem Terminus und unseren Pokémon, die leicht angeschlagen wurden im letzten Kampf. In den letzten Kämpfen. Im letzten Kampf. Der Doppelkampf war okay. Der war okay schwer. Wir heilen uns jetzt kurz, werden nochmal 10 Minuten Trainer verprügeln, weil es ist noch nicht 20 Uhr. Und ich will meinen Encounter in der Wiese nachts bekommen. Weil wahrscheinlich kriegen wir den Nacht-Encounter sowieso nicht mit den 10% jeweils, Knockout und Dämon. Aber wenn ich jetzt da tagsüber quasi noch reinlaufe und einen Formio oder einen Blaudagei bekomme, dann trete ich mir in den Arsch. Deswegen die 10 Minuten. Wir werden jetzt halt noch ein paar Trainer machen. Und möglicherweise, je nachdem welches Pokémon wir bekommen, wobei fast jedes Pokémon okay wäre, außer vielleicht Ibitak und Pandia, werden wir Sarin rauswechseln aus unserem Team. Was eine Entscheidung ist, die ein bisschen schade ist. Aber ehrlich gesagt sind wir nicht auf Sarin angewiesen. Deswegen glaube ich so ein Bullshit. So, Pika Girl. Boah, ich glaube fast, du hast tatsächlich ein Pikachu oder so. Ich werde mal ausnahmsweise mit Domina liegen. Oh, das ist ein schönes Item. Wobei, weil ich halt keine Ahnung habe, womit sie liegt. Deponia. Deponia ist mehr allround hier. Außer gegen fliegende Stein- und Boden-Pokémon. Hallo, ich bin scheiße. Das ist korrekt. Lass mal sehen. Du wirst wahrscheinlich ein Pikachu-Raichu-Zeug haben. Du wirst Pikachu, Pichu-Pikachu-Raichu haben. Und das ist okay. Aber es ist dämlich. Ich kann hier eigentlich Dumbina trainieren. Kein Grund, es nicht zu tun. Es wird Pichu-Pikachu-Raichu sein. 100 Pro. Davon gehe ich aus. Das ärgert mich. Das ärgert mich gewaltig. Doch, nö. Vielleicht wechsle ich gleich nochmal bei dem Pikachu raus. Mein Gott, das ist aber doof. Hier, frissende Intensität 6. Du bist ein Pichu, das wird ja wohl killen. Danke. Ich bin verwirrt und auf minus 1 Death. Die minus 1 Death macht wahrscheinlich nicht den größten Unterschied, weil Pikachu ist höchsten Slam hat, aber ich will nicht mich selber schlagen. Gar kein Bock. Weißt du, was ich jetzt mache? Ne, ich gehe nicht in den Hammer. Ich werde jetzt gesagt, es hat eine gute Verteidigung. Ich baite die normal. Es hat so eine coole Pose, finde ich, das Weibliche. Offlegung! Ist das eine normale oder eine Kampfattacke? Ich hoffe, es geht jetzt auf die Elektroattacke, weil easy. Deswegen wollte ich an Hammer gehen, die Elektroattacke danach baiten, aber wäre es jetzt aus irgendeinem Grund auf was Dummes gegangen. Kein Bock. Kein Bock. Intensität. Agilität ist voll okay, bist sowieso schneller. Dumbina wird so wichtig gegen den Rivalen. Wenn es Erdbeben hat, weil Intensität ärgert mich. Ne, 8 ist voll okay. Versteht mich nicht falsch. Aber habt ihr die letzte Folge gesehen? Hat den Rivalenkampf gesehen. Da hat Dumbina aber nicht geglänzt mit den Intensitäten hier. So, und Raichu. Musste ich, habe ich mir gedacht. Pikachu. So, was kannst du? Rutenschlag. Du bist ein bisschen dunkler, als du sein solltest. Du siehst mir fast ein bisschen. Und da ist die Intensität 6. Reicht die gegen Raichu? No! Liebe Zeit. Du miese. Aber das heißt, alles außer den 5 reicht sicher und die 5 dürfen fast auch reichen. Überzeugen wir uns vom Gegenteil. Es kriegt erst eine 5 und es wird nicht reichen. Okay, reicht. Alles klar. Ich hätte mich nicht mal gewundert über eine 5 jetzt. Ich hätte mich nicht mal gewundert. Tschüss, Raichu. Der Kampf war okay. So traurig, so schmerzlich. Wobei die Intensität schon wieder scheiße war. Ich guck nach. Ich guck nach. Donphan. Wann bekommst du den Erdbeben? Bekommst du den. Ich bin mir sicher, du bekommst den Erdbeben. Da hab ich bestimmt schon nachgeguckt. Erdbeben 46. Ah, guck mal. Das ist gar nicht so weit weg. Hier ist nochmal ein Jogger, den ich jetzt nicht machen kann. Ich würde Dumbina gerne trainieren. Ich glaube, hier im Gras kann ich Dumbina tatsächlich super gut trainieren. Solange es nicht unbedingt Nacht ist, weil die Hundemon natürlich gefährlich sind. Wobei,
Kann ich einen Hammer wechseln? Eine Steinattacke wäre ziemlich geil auf Dombina. Für die ganzen Flugmons. Weil gegen Ibitak habe ich halt jetzt nichts. Oder Nutri. So, Zirpurze. Ich habe das Gefühl, dass du kein Problem bist. Das Geile ist, in Revo hole ich mir vielleicht einen Zirpurze in Sinnoh. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, die Movesets sind noch die aus der vorherigen Gen, also Gen 4 oder 5, wo es halt noch sehr früh Blutsauger erlernt. Aber die Attackenstärken sind tatsächlich schon geupdatet. Was heißt, ein Zirpurze mit einer 80er Blutsauger ist cool. Du bist nicht schneller. Hoffe ich. Nice. Okay, das reicht doch auch. Du bist ein Kling-Kling. Du bist ein Quasi-Baby-Pokémon. Kann man das als Baby-Pokémon einstufen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Palim Palim ist jetzt aber schon wieder eine andere Sache. Du könntest sogar auch schneller sein. Ich gehe in Hammer. Geh dann auf Schutzschild, weil ich glaube, du bist schneller als Hammer. Hammer ist nämlich sehr langsam. Das habe ich nicht erwartet. Das habe ich nicht erwartet. Einmal jetzt zum Scouten, weil ich es kann. Und weil immer noch irgendwas Böses kommen kann. Pass auf, Fokusstufe. Oh Gott, nein. Ah, ich bin sogar schneller. Ja, okay, wird das Level sein. Ich weiß nicht, wie schnell Palim Palim ist. Das ist ein Pokémon, das ich nie benutzt habe. Ich habe mir einen Klingklim gefangen. Ja, damals ein Diamant. Aber das ging sofort auf die Box. Hatte scheinbar kein Interesse an frühen Psycho-Pokémon. Zirpeise. Da wächst ich raus. Ich weiß nicht, ob du schon Kreuzschere hast. Und wir wollen ja nicht, dass dumme Dinge passieren. Oh, Deponia, ich will nicht, weil du halt nur Slam hast, aber ich mach das jetzt. Weil Zirpurze ist. Zirpeise, warte. Den ja nicht. Ich muss sie trotzdem in Angriff aushalten. Geh auf Slam. Jetzt hab ich Angst. Jetzt wechsle ich raus. Jetzt nicht mehr, Kinder. Genau deswegen spielt man keinen Slam. Niemals, nie und nimmer nicht. Mein Quietschi macht wieder Geräusche. Ne, mein Hund Quietschi. Warum? Ich hab Spaß dran. So, Matschbombe. Mach's weg, die Scheiße. One-Hit vielleicht sogar. Zirpeise ist halt auch nicht geil. Wobei ich den Rebo halt einfach gern hätte wegen dem Style. Gift! Ich wollte mich schon beschweren, Deponia, ja, aber du meinst so, ne, komm, den Schlitz halte ich noch aus, einfach für den Style. Weg. Für den Style, Kinder, für den Style. Wir haben jetzt 56. Gleich wird's Nacht. Kann ich Pokémon fahren. Und im Turm der Runden will ich am besten morgens rein. Weil dann gibt's, glaube ich, die Chance auf Stuff. Weißt du was, Slam, du bist so scheiße. Eine Grimasse auf Dombina gegen den Rivalen. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist nicht scheiße. Pass auf, Turm der Runden. Etage 1 bis 3 können morgens Xatu und Natu kommen. Level 35. Boah, Palim Palim. Cool. Tagsüber gibt es extra nur Nebulak. Nebulak will ich nicht. Kramux und Absol nachts will ich auch nicht. Also gehe ich morgens rein. Klar, ich könnte einfach tagsüber reingehen. Oh mein Gott, nein. Du hast nur Wegsperre, oder? Oh. Mein Hund will raus. Du miese Hure! Mein Hund will raus, leck mich am Arsch. Ich bin mal ganz kurz weg. Wieso geht auf Abgangsbund wieder da? Ich werde dich minus 6 machen. Wieso muss das passieren? Jetzt hätte ich gerne Giftwolke auf den. Weißt du was, ich google mal ganz kurz nach, ob es kein Konter hat. Wegen Moveset-Scheiße und sowas. Oh Gott, ich habe Angst. Ich will doch nicht. Level 35, er hat Konter, Abgangsbund, Bodyguard, Spiegelkill.
Irgendwas schlug jetzt fehl. Wenn ich jetzt nicht One hätte, bin ich tot. Oh, Gott sei Dank bist du nur ein Isso, in Anführungszeichen, nur ein Isso. Wieso hast du mich? Wohin genau? Kannst du bitte irgendeine Bullshit... Nee. Du hast sogar nur die Fährattacken, du kannst gar nichts anderes haben. Weißt du was? Weil ich reich. Warum? Ich will die Pony ja nicht verlieren. Es geht lieber auf Spiegelcape. Ich kann halbwegs sicher Pfund drücken. Halbwegs sicher. Ich soll vielleicht nicht auf den Kreisschrei gehen, weil wenn es dann Konter einsetzt. Bodyguard ist okay. Ich habe Angst. Es geht auf Spiegelcape, weil weiß der Computer, dass die Pony ja eher ein spezielles Moveset hat? Mein Spezialangriff ist nämlich nicht höher als mein Angriff. Und jetzt nach drei Kreideschreien würde ich mir auch denken, was ist los? Mein Angriff ist wesentlich höher. Jetzt mal so ganz testweise. Ja, okay. Ja, logisch, aber man wird noch dran. Ich muss. Oh Gott. Okay, okay. Es ist. Anführungszeichen, Kinder, nur Abgangsbund. Wir gehen einfach auf Kreideschrei. Das ist gut. Du miese Hure! Pfund reicht noch. Pfund reicht noch. Ich weiß nicht, ob der Abgangsbund dadurch jetzt abflaut. Ich warte, bis das Spiegelcape einsetzt, das Ding. Ne, ich greife nicht an, du Arschgesicht. Da ist der Konter. Da ist der Konter. Da ist der Konter. Keine Low Roll. Es hat gesehen, dass ich auf Pfund gehe. Es ist in meinem Kopf! No! Ja! Fuck you! Du und deine Isse, wohin genau? Scheiße! Deponia kann wohin genau segeln. Will es nicht, kann es aber. Du kicherst mich nicht an, du blöde Hure. Alter, das war nicht okay. Okay. So einfach ist das. Pass auf. Ich nehme einen Trank in die Hand. Ja, weil ich sofort ins Pokécenter zu gehen. Hi, Hammer voll. Dann liede ich mit Nimmer satt. Und hoffe nicht unbedingt auf einen Hundemon, weil es halt Nimmer satt hat fertig macht. Ja. Boah, der Horror von diesen scheiß Psycho-Pokémon sitzt mir jetzt im Nacken. Genau dich! Wollte ich nicht. Fuck you. Dann fange ich jetzt ein Pandy. Super Schall. Ich bin scheiße! Wow, okay, das war ein Crit. Das heißt, noch ein Crit killt mich nicht. Stachelsprung. Ha! Deine Mutti! Wir gucken, was Pandir kann. Es hat Tempomacher. Die Werte sind halt wahrscheinlich unter aller Sau, weil es halt so ein Entwicklungs-nichts entwickelt, scheiße ist. Ja! Base 60. Alles. Geil. Unlicht- und Normalattacken. Psystrahl dazu. Röpser. Du bist scheiße. Wir gehen in den Hammer und gehen auf Blubschrei. Und hoffen, er killt nicht, weil es Base 60 ist. Und Pandir wollte ich wirklich nicht. Du, miese Hure. Das war jetzt Absicht. Pandir ist mit Ibitak das höchste Prozent-Pokémon hier mit 20%. Aber es gäbe halt auch Dotri, Damia, Blackstaurus, Miltank, Klapper, Shaniera, Latias, Knogger und Hundemon. Jetzt hätte ich gern Baldurfisch. Jetzt wäre ich gern angeln gegangen. Das war das behinderste Pokémon, was hätte kommen können. Ich bekomme es. Bin. Stinkig. Ist nicht geil.
ist nicht top-notch Tutti Frutti 0815. 0815 ist es. Aber nicht top-notch Tutti Frutti. Ich kann ihn immer noch mal angreifen. Du misst deine Hypnosen. Was soll mir denn das über dich sagen? Du bist kein Superball wert. Friss ein Pokéball, Arschloch. Ein Pandia, meine Freunde. Meine Damen und Herren. Darauf ein Schluck Wasser. Und man entwehrt sich nicht mal. Bin nicht sauer, dass es nicht weitere Pokébälle frisst. Aber es ist ein Pandia. Es ist ein fucking Pandia. Ich will nicht mal deinen Pokédex-Eintrag lesen. Hier. Guck mal, es hat so einen roten Punkt auf der Stirn. So fast. Ich nenne dich Inder. Sonst hätte ich mir einen anderen Namen überlegen müssen. Wie Flecky oder so. Aber du hast einen roten Punkt auf der Stirn. Jetzt hätte ich auch fast gesagt, und bist scheiße. Aber Inder sind nicht scheiße. Nur das Pandia ist scheiße. Wieso mache ich das? Hier, so. Die will ich vor. Weil immer sagt, doch viel mehr Schaden gefressen hat als du. Ja, okay. Das ist kein verstecktes Item, soweit ich das sehen kann. Pass auf, Hundemann! Einprozentige Chance. Aber es hat... Pass auf, ich habe die Seite sogar offen. Level 60. Von Level 60 nach unten. Heilopfer, Charm, Psyban, Genesung, Zen, Kopfstoß, Nebelbeil, Heilung, Nassmacher und dann Feuerodem. Es ist also eine sehr gute Chance, dass es Hammer nicht angreifen kann. Es geht jetzt sowieso auf die Psycho-Attacke oder auf irgendeine Scheiße. Yo, Bitch. Wir gehen jetzt auf Schutzschild, um zu gucken, ob es den Feuerolem hat. Weil flüchten kann ich wahrscheinlich nicht so einfach. Charm. Ist mir egal, ich kill dich. Ich will nicht gescharmt werden. Psyban, dein Mutti. Du hast nur Psychoattacken. Dich mache ich. Für die 1% muss ich jetzt verantworten. Das ist ein Two-Hit. Fast. Ein Crit ist geil. Ein Crit ist geil. Da bleibe ich bei. Vielleicht verhöhne ich dich jetzt sofort. Ich habe gesehen, Charme, den Scheiß. Ich verhöhne dich. Das ist ja ärgerlich. Weil rauswechseln darf ich nicht. Ich habe kein Pokémon, was eine Psycho-Attacke abfangen will. Und geschammt werden wir jetzt doof. Das ist okay. Weil irgendwann kriege ich den Crit und da heißt du nicht gegen. Und Genesung hast du nur 5, oder? 10. Komm ran, Arschloch. Zur Not, ich habe mehr Nachthiebe als zur Genesung. Hä? Terminus versteht nicht, was? Es hat keinen Angriff. Es hat Genesung, Psyban, Charme und Heilopfer. Du bist das behindertste Legi, was einem überhaupt irgendwo vorkommen kann. Wohlgemerkt, Level 65 bekommst du Psychokinese. Wäre gegen Hammer genauso scheiße. Aber es hätte eine Attacke. Übrigens, Level 70 Drachenpuls. Hä? Ich habe Pandia bekommen. Ich hätte jetzt versuchen können, das zu fangen. Und ja, ich hätte es nicht gefangen. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Boah, das Pandia ärgert mich jetzt. Im Nachhinein schon ein bisschen. Kill dich selber. Verzweifler kann nicht kritten, oder? Hoffe ich mal. Easy win. Hammer kann hier super trainieren. Guck dir dann. LOL, 900! Da war gar nichts. Ich meine, ja, wurde aufgeteilt. Also, wie ich das bisher gesehen habe, und das war fast immer so. Haben Pokémon die letzten 4 Attacken, die sie auf dem Level lernen können. Und bei Latias sind das zufällig keine Attacken. Genesung, Psyban, Charme, Heilopfer. Wobei Genesung das Ärgerlichste ist. Klar, hätte es irgendeine schwächste Psycho-Attacke, Konfusion, was ich nicht kann, Zen-Kopfschuss, Nebelball, aber dann hätte ich nicht rauswechseln können. Das heißt, Charme wäre ärgerlich, aber ich kann spezielle Pokémon wechseln. Latias kann... Pandia ist gefährlicher. Aber ich glaube, weil ich letztens so überzogen habe, mache ich jetzt fertig. Ich bin auch... Nee, ich habe keinen Bock mehr.
Wohin genau? Dann pandier jetzt das. Nee. Kein Bock. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Die Psycho-Pokémon haben mich heute geärgert. Kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Leck mich am Arsch. Alter, ich bin nicht mal allzu sauer wie in anderen Folgen oder. Also, es war einfach komisch. Und mir wird warm. Die Sommer ist scheiße. Das waren meine Worte. Ich hab jetzt raus und tschüss, ey. Nee!